Vielleicht haben auch Sie sich schon überlegt, was könnten Sie denn mal wieder Köstliches kochen? Dann habe ich jetzt einen heißen Tipp für Sie. Pasta. Denn der 25. Oktober ist Weltnudeltag und der jährt sich dieses Jahr bereits zum 11. Mal. Denn 1995 rufen die 40 internationalen Nudelproduzenten beim World-Pasta-Kongress diesen Tag aus. Und den Österreichern scheint es zu schmecken, denn jeder von uns isst satte 5,5 Kilo pro Jahr. Und damit gehört die beliebte Teigware zu den beliebtesten Lebensmitteln überhaupt. Wie man jetzt aber eigentlich diese traditionelle Pasta herstellt und was die beliebte Nudelsorten bei uns so sind, das frage ich einen waschechten Italiener jetzt. Also, das sind die Steinpilz, werden die erste geputzt. So, nie mit Wasser, nur mit Messer. Ich selber, ich esse jeden Tag Nudeln. Ganz schön. Mit Olivenöl extra virgin. Bei uns ist ohne Nudeln ist keine Mittagkäse. Knoblauch. Mit den Stäben ist das mal ein bisschen. Opa. Das ist, glauben Sie mir, die beste Nudel, was gibt's. So, alles frisch gemacht. Sehr schnell. Juna, du manchi? Muss immer al dente sein. Ciao, die Nudeln geben Kraft, die erste. Und dann ist eine Tradition, was von Haus. Unsere Oma, Großoma, Mama hat immer gekocht jeden Tag. Nudeln, die essen wir gerne. Die erste kommen immer die Nudeln. Auch nach, kann man nur eine Speise essen, nur die Nudeln und dann sind wir zufrieden. Ohne Nudeln ist keine Mittagessen. Ich hoffe, wir konnten Sie hiermit bereits auf den Geschmack bringen. Wenn nicht das Richtige dabei war, keine Sorge, es gibt über 600 verschiedene Nudelsorten. Wir lassen uns jetzt erstmal die Pasta richtig gut schmecken und ich wünsche Ihnen auch einen guten Appetit und einen schönen Weltnudeltag. Und damit zurück ins Studio. Oh Mama,